Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crystal Island. Ja, heute mal wieder ohne den Max. Schon wieder, ja. Wir haben es bisher immer noch nicht hingekriegt. Und er hat anscheinend auch nicht so viel Zeit. Ja, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen alleine spielen. Aber naja, bisher wurde zum Glück das Karkinos-Problem, was bisher immer war, behoben. Also, es gibt jetzt nicht mehr so ewig viele Karkinosse hier, nur noch in bestimmten Gebieten und auch in geringer Zahl. Also, die laufen jetzt nicht mehr hier oben in dem Wald immer rum oder springen von Klippen hinter uns her. Da freue ich mich, dass es ein Update von der Map gab. Denn das war wirklich ein sehr nerviger Bug. Und jetzt spawnen hier oben überall sogar Stegos, die wir vorher kein einziges Mal gesehen haben. Das ist wirklich toll, was hier alles passiert. Wenn die Karkinosse nicht da sind, da hinten ist ein Fiomia. Da ist ein Diplodocus. Noch ein Fiomia. Ja. Ist noch irgendwas Schönes hier? Ein Dodo. Raptoren gibt es hier bestimmt auch. Wieso leckt es immer mal wieder? Stimmt wegen dem Regen, aber der hört jetzt auf zum... oder? Nee. Hat nur gerade so ausgesehen, als würde er aufhören. Ja. Schön. Da unten ist auch ein Stego. Da kämpft ein Chalicotherium gegen einen hier Dino. Da unten sind Parasaurs. Wie schön. Also, es gefällt mir jetzt in diesem Wald viel, viel besser, seit die Karkinosse verschwunden sind. Das ist gleich viel schöner und sicherer hier. Es gibt hier zwar immer noch Raptoren und alles, aber Raptoren sind jetzt nicht so schlimm wie eine Karkinos. Oder wie 1000 Karkinosse. Und hier waren ja wirklich in der Welt überall welche. Wer meinen Stream gesehen hat, letztes Wochenende, der weiß genau, was ich damit meine. Ja, hier waren zuerst überall Karkinosse. Überall, die waren mitten auf dem Weg, mitten im Wald, überall im Wasser. Also haben sich bestimmt schon 10, 20 ab und zu mal hinter einem Tier... waren die her. Das war eigentlich sogar schon richtig gruselig, was da alles passiert, was da an Karkinos-Massen unterwegs war. Ja, da unten ist jetzt eine Möwe, da hinten ist ein Terizino, da ist ein Megalodon im Wasser, sogar zwei, ein Ichthyosaurus, ja zwei sogar auch. Ist echt schön hier. So, gucken wir mal. Vielleicht findet man ja nochmal einen Raptor oder sowas, den wir zähmen könnten. Ich würde wirklich gerne einen Raptoren haben. Schauen wir mal im Wald. Mist. Ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet, aber hier ist es zum Glück gerade sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Hier waren wir ja schließlich schon ganz oft in den Folgen sogar rumgelaufen. Hier haben wir zum Beispiel unsere kleine Ziege gezähmt. Die ist leider zwischen den Folgen mal gestorben, als ich mit Max das ausprobiert hatte, ob er draufkommt oder allgemein. Irgendwas hat nicht bei seinem Arc gestimmt gehabt. Dann hat er mal auf Fehler überprüfen lassen. Da war ich aber schon drauf auf dem Server. Hab das mit den Karkinossen erstmal alle Dinos nochmal resettet sozusagen. Alle gelöscht. Sodass die neu spawnen konnten.
Und da ist leider direkt vor unserem Haus ein Raptor gespawnt. Der hat ein Loch in die Wand gefressen und unser kleines Reh, Mr. Blauball, gekillt. Leider. Das ist so ein doofer Raptor gewesen. Den wollte ich eigentlich sogar zähmen, aber. Ja. Was soll man schon von dem Raptoren erwarten? Hier musste ich ihn doch killen dann am Ende. Aber naja, was soll man machen? So, du bist auf Passiv, das ist super. Ich möchte nämlich dich hier zähmen. Dich Patchy. Der müsste bestimmt gleich umfallen. Los, komm. Patchys brauchen noch nicht so viel. Ah, sieh mal einer an. Da ist er doch gleich umgefallen. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Beeren. Zum Füttern für den. Narkobeeren müssen wir garantiert nicht reintun. Das geht schnell genug. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Beeren für den Kleinen. Tun wir einfach mal die Narkobären mit dazu. So. Level 100er Dodo. Ich habe die Einstellungen mal ein bisschen hochgestellt gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die vielleicht zu hochgestellt habe oder so, aber ja. Ich weiß ja nicht, ob das so ganz richtig sein soll mit Level 100er Dodos in der Welt. So. Ja, der ist schnell gezähmt. Da würde ich sogar den anderen noch zähmen, der da unten rumgelaufen ist. Und wenn das ein Weibchen ist, hätten wir gleich sogar ein Pärchen. Für Kibbel später oder sowas. Da ist ein Dodo. Was bist du? Du bist ein Männchen Level 15. Okay. Ein zweites Männchen brauche ich nicht. Den können wir da ruhig erstmal lassen. Fleisch und so haben wir auch eigentlich genug immer. Jetzt können wir ja Parasaurs killen und so. Wir haben zwar gerade keinen Raptoren, aber Bolas sind auch nicht schwer zu craften. Da unten liegt der eine. Ja, ein Fiomia will ich jetzt nicht unbedingt haben. Die brauchen wir zur Zeit noch nicht, denn wir haben ja keine Beete oder sowas. Da ist ein Airdrop. Ist der auch schon unten? Ja, ist er. Da ist auch gerade ein Stego direkt in der Nähe und mehr habe ich nicht gesehen. Also keine Raptoren da gewesen. Da hinten läuft auch ein Parasaur in Ruhe rum. Oh, Mist. Level 45. Welches Level sind wir eigentlich? Nein, nicht wahr. Och. Ist doch nicht zu glauben. Also. Dann müssen wir jetzt ein paar Strukturen bauen, bevor der weg ist. Oh, der ist bald weg. Okay. Schnell, schnell, schnell. Beeilung. Los, komm. Irgendwas bauen. Holzstrukturen am besten. Hier, Foundation. Nur eine. Was fehlt mir? Holz. Schnell, schnell, schnell. Bäume, Bäume, Bäume. Ganz schnell fällen. Zwei Holz. Foundations müssten hoffentlich reichen. Ja, sieht gut aus. Ja, ein Level up. Schnell Beeilung. Wo gehe ich drauf? Hier. Crafting, Speed und ein Bauplan für ein kleines Metalltor.
Ja gut, es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es ist eher so ein Mittelding. Toll. Ich freue mich gerade richtig doll, was da Schönes drin war. Ja. Wie toll. Okay. Wenn es nicht besser geht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ich pack das erstmal weg, den Bauplan fürs Metalltor hier rein. Denn wir haben ja schon einen Armbrust-Bauplan und einen Diplodokus-Bauplan. Beides sind fortschrittlich. Das habe ich, glaube ich, beides im Stream geholt gehabt. Ja. So, dann gehen wir mal schnell unseren Patchy abholen. Der müsste ja eigentlich fertig sein in der kurzen Zeit jetzt. Dann hätten wir schon mal das erste Tier und dann die nächsten Folgen. Vielleicht ist ja Max da oder so. Würde ich gerne eine Mauer weiterbauen um unser Haus und so, dass wir ein bisschen geschützter sind vor allem bösen Tieren in der Außenwelt hier. Der Patchy ist wirklich lahm. Stegos will ich auf jeden Fall auch haben. Da ist der andere Patchy. Und das ist auch ein Weibchen. Okay, gut, aber den will ich jetzt nicht zähmen. Ich will noch mal ein bisschen gucken, was es noch so gibt in der Umgebung. Zum Beispiel da oben drauf. Also da oben auf diesem großen Plateau. Ja, jetzt müssen wir erstmal kurz Ausdauer regenerieren. Und dann können wir den nach Hause bringen. Ja. Schöne Position. Dann komm runter, mein lieber Patchy. Wenn wir Glück haben, finden wir ja sogar noch einen zweiten Lymandria für Max. Dass der dann auch mit uns fliegen kann. Platz ist ja bei uns im Haus. Aber das Haus soll ja allgemein noch mal ein bisschen vergrößert werden. Da ist auch so eng drin. So. Ich lasse den Patchy auch auf jeden Fall mal hier unten stehen, hier draußen. So als Test, ob der stirbt oder nicht. Dann wissen wir, ob es da ein bisschen sicherer geworden ist hier im Gebiet. Denn unser Dinos, die draußen standen, wurden ja bisher immer von Kakinos und sonst gekillt. Ach, na toll. Jetzt ruft hier jemand an. So. Ich habe hier gerade noch gesehen, hier ist noch ein Patchy. Und zwar ein Level 150er Patchy. Sogar ein Weibchen. Oh, jetzt kommen die dummen Viecher. Ich habe sie eben auch schon gesehen, deswegen bin ich weggeflogen. Also gut. Die wollen es also mit mir aufnehmen. Bauen wir mal ein paar Speere. Und gucken mal, wo fliegen sie denn gerade? Solche nervigen Viecher fliegen doch immer hinterher. Da sind sie.
So, zwei sind tot. Jetzt nur diese kleinen hier. Ich würde mich freuen, wenn ich dann später wirklich mal einen Flugdino habe, der auch angreifen kann. Lymandria kann ja leider nichts tun, außer so eine kleine Rauchwolke machen, die einen für kurze Zeit lähmt. Aber sonst können Lymandrias auch nichts machen. Das ist das Doofe an denen. Aber sie sind wirklich schön schnell, das gefällt mir. Und sie sehen auch schön aus. Hier sieht wirklich aus wie ein Sumpf. Glaube ich, ist es sogar, aber hier sind kaum Sumpftiere drin. Oh, jetzt ist er ins Gebüsch gelaufen, dieser kleine Patchy. Oh, warte mal, aber er war ja Level 150, also der zähmt sich nicht so leicht. Mach mal lieber mal nicht. Ich glaube nicht, dass ich genug Pfeile mit habe für den 150er. Muss ich dann zwischen den Folgen mal gucken, wie viele Pfeile der brauchen wird. Auf jeden Fall wird man den noch zähmen. Keine Sorge. Nur ein kleines bisschen später halt. Ein bisschen mehr Vorbereitung muss eben noch kommen. Da läuft ein Raptor. Welches Level ist der Raptor? Oh, da ist noch ein Raptor. Hier laufen überall Raptoren rum. Wo ist der hin? Da unten ist einer und da hinten. Level 10 und der da unten ist verschwunden. Ne, der läuft da hinten rum. Da ist er. Och, klar, renn hinter den dicksten Baum, den du finden kannst. Jetzt bist du da unten. Und Level 18. Die gehen eigentlich bei. Die könnte man super gut zähmen. Wenn man es richtig anstellt, kann man die gut zähmen. Ich will aber erstmal vielleicht einen davon weglocken. Folgen mir jetzt beide oder nur der eine? Nur der eine, gut. Kommt der Raptor jetzt wieder? Nö, jetzt ignoriert er mich. Also gut, mein lieber Raptor, hier bin ich. Komm mit. Damit ich dich zähmen kann. Ja, jetzt hat er mich wieder gesehen. Wo soll denn jetzt der kleine Raptor? Da hinten ist der kleine Raptor. Was macht der denn? Ja, Treffer. Hahaha. Hallo? Da ist er doch. Was? Och, Mist. Ja, ein Treffer.
Das war ein Treffer. Ich hab's doch gesehen. Oh, Mist. Das war ein Treffer. Na gut. Versuche ich es jetzt anders. Toll. Was? Klar, ja, Steine treffen immer. Ja. Klar doch. Komm jetzt wieder her, du dummes Vieh. Der ist doch nicht. Nee, oder? Och, ich hasse Raptoren. Der ist doch jetzt nicht umgefallen, oder? Doch. Na klar ist er umgefallen. Was hat er denn sonst vor? Hat ja nichts anderes zu tun gehabt gerade. Als umfallen. Ja, jetzt ertrinkt der doch da, oder? Genau, er ertrinkt gerade vor sich hin, fröhlich. Dann killen wir dich einfach. Kriegen wir gleich Fleisch für den nächsten Raptoren. Oh, und ich sehe schon, die Folge ist wieder vorbei. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, schaut auf jeden Fall nächstes Mal wieder vorbei. Da wird man dann Raptoren zähmen und alles. Und mal gucken, was wir noch machen können. Oh, da ist der 150er Pari, oder? Ist es der? Ja, da ist es. Den will ich auf jeden Fall auch noch zähmen. Wünscht auf jeden Fall unserem kleinen Patchy hier Glück, dass der überlebt. Ich hoffe es auf jeden Fall, dass er überlebt. Nicht gleich gefressen wird von irgendwas. Toll. Ja. So. Ja, dann auf Wiedersehen. Tschüss.